Wir sprechen heute über das Thema gesundes Altern. Wie kann ich möglichst lange leben und dabei auch möglichst gesund bleiben? Und dafür habe ich mir einen Experten zu diesem Themenbereich eingeladen. Es ist Nicolas Ting, Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaftler und Nutrition- und Longevity-Coach bei Avea Life. Hi, Nicolas. Grüße dich, Marina. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und bevor wir ins Thema starten, würde ich gerne einmal von dir wissen, was bedeutet eigentlich Longevity? Das ist ein Trendbegriff, den haben manche vielleicht schon gehört. Er ist immer häufiger in der Verwendung. Aber was heißt das genau? Ja, Longevity ist ja der englische Begriff für Langlebigkeit. Und dann klingelt schon bei einigen die Alarmglocken, würde ich jetzt fast schon sagen. So, oh, das ist jetzt noch Zukunftsmusik. Aber nein, man kann Longevity auch eigentlich so übersetzen, dass man so lang wie möglich versucht, gesund zu bleiben. Und dann ist natürlich das Potenzial sehr groß, auch länger zu leben, wenn man länger gesund lebt. Genau. Wie alt möchtest du werden? Hast du ein Ziel? Tatsächlich möchte ich dreistellig werden. Ja, das ist auch mein Ziel. Und für mich, also meine private Obsession ist ein bisschen alles rund um eben das Thema Longevity und möglichst alt werden. In der Startphase des Unternehmertums habe ich vielleicht ein paar Sachen in dem Bereich vernachlässigt. Das heißt, viel zu wenig geschlafen, auch wenig in der Natur gewesen. Ich habe das Gefühl, ich muss es ein bisschen nachholen und Ernährungs- und Biohacking-Methoden möchte ich dafür einsetzen, so alt wie möglich zu werden, bis die Forschung noch weitere Methoden rausgefunden hat, noch weiter verlängern. Ja, genau, das ist ja die Perspektive, ne? Und da hat sich ja in den letzten 10 Jahren ganz viel getan. Da sind wir ja auch ja mit Avea Life unterwegs und auch ihr bei Foodpunk macht ja da auch ganz viel, auch schon, sag ich mal, um die richtigen Basics zu setzen, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Weil man muss ja sagen, dass der Lifestyle ja eigentlich grundlegend für Longevity oder sagen wir es mal, die Gesundheitsspanne, sagen wir ja eher, ne, die zu verlängern, da ist ja der Lifestyle, die Ernährung, wie du schon angesprochen hast, da gehört Stress, Schlaf und Sport, hallo, Exercises, ne, gehört dazu. Und das ist so ein bunter Mix, den man schon noch ausreizen kann. Und das sind sich viele nicht bewusst, muss man sagen. Du benutzt ganz oft eben zwei Begriffe, Longevity und auch Gesundheitsspanne. Genau. Was ist da die Abgrenzung? Ja, eben die Abgrenzung ist, dass man so lang wie möglich versucht, seinen Gesundheitsstatus zu erhalten. Das heißt, alle Prozesse in seinem Körper so weit zu unterstützen durch den Lebensstil. Wir haben ja 80%, sagen wir, unser Alterns ist ja auf Grundlage des Lebensstils basiert, 20% ungefähr auf genetische Grundlagen. Und die Gesundheitsspanne ist eben diese Zeit, in der man gesund bleibt. Da haben wir Erkenntnisse, dass das so um die 65 Jahre sein kann. Und wir wissen, ja, okay, aber man kann ja älter werden. Das heißt, hier gibt es dann auch noch. Dann, das ist die Grenze eben, ne? Genau. Also einmal nur die reine Zeit, das, ne? Und dann einfach mal die Zeit, in der man gesund lebt, ohne Erkrankungen zu entwickeln und so weiter. Das ist die Abgrenzung davon, genau. Absolut, denn die Gesellschaft wird ja immer älter, das hört man ja in den Medien. Ja. Aber es ist vielleicht nicht das Altwerden, das wir uns wünschen. Es geht eben nicht darum, einfach nur Lebensjahre hinten dran zu klatschen. Wenn ich ab 65 körperliche Probleme habe und Alterungserscheinungen habe, die meine Lebensqualität einschränken, dann macht es gar nicht so viel Sinn, nochmal 5 und nochmal 5 Jahre dran zu klatschen. Da höre ich oft von Menschen, ich will gar nicht so alt werden. Weil die im Kopf haben, dieses Bild von einem sehr gebrechlichen Menschen. Genau. Und wir wollen lieber die gehaltvollen, die qualitativen Jahre verlängern. Und vielleicht geht es dann auch gar nicht darum, 200 Jahre alt zu werden, sondern 90 richtig gesunde und fitte Jahre. Ja. Was weiß die Wissenschaft darüber, wie Alterung in unserem Körper aussieht? Also was bedeutet Altern eigentlich? Ja, das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, da mal drauf einzugehen. Es gibt mittlerweile, man weiß so seit 10 Jahren genau, welche Alterungsprozesse im Körper uns alt werden lassen. Und eigentlich kann man das so erklären, man hat so ein Zahnradsystem
Und dieses Zahnradsystem hat, ne, jedes Zahnrad hat irgendwie andere Aufgaben und dieses Zahnradsystem, das nutzt sich eben ab. Und man nennt das die sogenannten Hallmarks of Aging. Das sind die Kennzeichen der Alterung. Die Kennzeichen der Alterung sind zum Beispiel, wie wird unsere DNA übersetzt oder wie wird sie geschützt? Ne? Also das lässt nach. Es lassen auch zum Beispiel, wenn unsere Proteine hergestellt werden, die müssen dann gefaltet werden. Das lässt dann plötzlich nach und hat natürlich auch eine Auswirkung auch, wie diese Proteine in unserem Körper dann funktionieren und eben nicht. Wir haben verschiedene, jeder hat schon mal von Stammzellen gehört. Das sind ja die Zellen, aus denen dann alle möglichen Zellen in unserem Körper werden. Die lassen dann auch nach. Es gibt Zellen, die wollen nicht mehr sterben. Sogenannte Zombie-Zellen. Ne? Normalerweise, wenn eine Zelle nicht mehr richtig funktioniert, dann wird sie programmiert zu sterben, weil sie eben gar nicht mehr richtig funktioniert und unserem Körper eigentlich auch nicht mehr, nichts mehr bringt. Und diese Zellen werden immer mehr. Ne? Und das sind jetzt nur Beispiele, die zeigen, und die setzen so einen Alterungsprozess ein. Ne? Im Grunde genommen ist es eigentlich, wir können unsere körperlichen Prozesse nicht mehr in dem Maße ausführen, als wenn wir zum Beispiel 15 gewesen wären. Und das provoziert im Nachgang eben dann so eine Art, sag ich mal, dass dann Prozesse nicht mehr zu Ende geführt werden können. Und das sind dann Alterungsprozesse. Das merken wir. Wir kriegen Falten. Wir können da nicht mehr richtig sehen. Das heißt, diese Zahnräder sind dann nicht mehr, laufen nicht mehr so rund. Ne? Auch gerade der Metabolismus funktioniert da nicht mehr richtig. Und ja, da kann man an verschiedenen Stellen dann auch natürlich ansetzen. Ne? Also mittlerweile weiß man, dass es 12 Alterungsprozesse gibt, die maßgeblich das Altern beeinflussen. Du hast eben fehlgefaltete Proteine gesagt, genau, die quasi zunehmen mit der Zeit. Ich glaube, genau, dass für manche Zuschauer relativ schwierig ist, sich vorzustellen, was da eigentlich passiert. Also die Proteine sind, die haben ihre Wirkung abhängig davon, wie sie gefaltet sind. Und ich nehme immer ganz gerne ein IKEA-Möbelstück als Beispiel. Also wenn das ordentlich zusammengesetzt ist, dann hält es auch lange. Aber wenn ich meinen Schrank vollkommen falsch zusammenbaue, steigt das Risiko, dass das alles in sich zusammenbricht. Und das passiert und am Ende im Körper. Genau. Und ein sehr, sehr cooles Beispiel ist zum Beispiel, also dass man im Alter plötzlich merkt, dass man laktoseintolerant wird, dass plötzlich man die Milch nicht mehr so verträgt. Und es gibt ja, man braucht ja ein Enzym, um diesen Milchzucker zu spalten. Und da hat man dann auch festgestellt, dass plötzlich, es gibt zwei Effekte, dass man dann im Alter plötzlich nicht mehr so viel von dieser Laktase, ne, weil die muss an die Laktose, also an den Milchzucker dran, nicht mehr so viel da ist und nicht mehr so viel produziert wird. Aber auch die Aktivität dieses Enzyms auch deutlich nachlässt. Und das ist zum Beispiel eine Wirkung davon. Ne? Da gibt es dann natürlich noch eine genetische Komponente dahinter, aber das ist zum Beispiel sehr interessant. So, dann hast du kurz was von Zombie-Zellen erzählt, nämlich Zellen, die nicht mehr richtig funktionieren, aber die auch nicht sterben wollen. Denn der Zelltod ist ja so ein wichtiger Mechanismus. Also der programmierte Zelltod ist die Apoptose, wo der Körper den Zellen sagt, ey, du musst jetzt ausrangiert werden. Genau. Was hat es für Folgen, wenn eine Zelle plötzlich für immer leben kann? Ja, also man hat verschiedene Ansätze da dran. Ne? Also eine Zelle, die nicht mehr sterben will, entkoppelt dann plötzlich auch ihre ganzen Aufgaben. Und dann hat man Zellen, die gar nicht mehr richtig funktionieren. Und somit hat man dann auch gar nicht das Portfolio des Körpers da. Das heißt, diese Zelle, die lebt dann weiter, die kann natürlich auch entarten, muss man ja auch sagen. Ne? Die kann ja dann entarten. Und das kennt man dann, dass die Krebsbildung oder das Krebsrisiko steigt. Und sie produziert dann auch nicht mehr das, für was sie eigentlich da war. Also die nimmt ihre Funktion auch gar nicht mehr wahr. Und das ist ja so, wie wenn man irgendwie was, ein Teil hat, das nicht mehr funktioniert, das kennt man von einer Maschine oder sowas, ne? Dann hakt's, dann kann die Belastung des Körpers kann auch nicht mehr aufgefangen werden. Und wenn es mehr und mehr von diesen Zellen gibt, dann werden auch zum Beispiel Entgiftungsprozesse nicht mehr richtig aufgefangen. Dann ist auch der Körperschutz wird nicht mehr richtig aufgefangen. Und dann, weil diese Zellen eigentlich gar nicht mehr richtig funktionieren und den Aufgaben nicht mehr gewappnet sind. So kann man es auch sagen. Ne? Genau, und dann Zellschutz,
antientzündliche Abwehr und so weiter. Ja, also. Das Thema Krebsrisiko finde ich ganz spannend in dem Zusammenhang, weil was vielen, glaube ich, nicht bewusst ist, ist, dass die ganze Zeit in unserem Körper theoretisch mutierte Zellen entstehen können, die einen Krebs auslösen können. Mhm. Aber unser Körper ist halt in der Lage, die umzubringen. Und wenn das nicht mehr funktioniert, können die wachsen und wachsen und du hast ein Krebsgeschwür. Genau. Also das ist ja auch ganz interessant, dass man sagt, das ist ja auch so ein bisschen die Diskussion im Longevity-Bereich. Ne? Wenn man älter wird, ist natürlich auch das Risiko, sag ich mal, erhöht, dass man immer mehr entartete Zellen hat. Natürlich. Ne? Also das ist ein bisschen wie so ein Ping-Pong-Spiel. Und deshalb muss man gerade eben schauen, dass wenn man älter wird, dass man gesund älter wird, um eben das, was du gerade angesprochen hast, ja, zu vermeiden oder so weit wie möglich nach hinten hinauszuzögern. Genau. Spannend. Im Zusammenhang mit Alterung hört man auch ganz oft von Telomeren. Kannst du kurz darauf eingehen, was das ist? Die Telomere sind, sag ich mal, man hat ja die DNA, ne? Also wir fangen mal von vorne an, man hat die DNA, das heißt, es ist unsere Programmierung, so wie wir funktionieren. Und, die IKEA-Bauanleitung quasi. Ja, genau, das ist die IKEA-Bauanleitung, genau. Das heißt, wir kopieren immer wieder da Sachen, weil wir da irgendwas brauchen, zum Beispiel Proteine, ich brauche irgendwas und dann kodiert das, dann mache ich da eine Kopie und irgendjemand übersetzt das in unseren Zellen. Ne? Und genau. Und die Telomere sind praktisch der Schutz, die Kappe unserer DNA-Enden, sage ich jetzt mal. Jeder hat, glaube ich, das Bild von den Chromosomen, ne? So, die sind auch so, liegen so übereinander, sehen aus wie ein X oder wie so ein H. Und die müssen irgendwie geschützt werden, vor allem die Enden. Und die sind ungefähr 8.000 bis 10.000 DNA-Basen. Unsere DNA besteht ja praktisch aus einzelnen Komponenten, das nennt man die Basen. Und ein paar davon sind dafür da, einfach diese gesamte DNA zu schützen. Und man hat herausgefunden, dass anhand der Länge eben dass da auch die Alterung mit dran hängt. Das heißt, bei jeder Zellteilung verkürzen sich diese Schutzkappen eben immer mehr und ist auch praktisch ein Auslösen des Alterns. Was jetzt aber nicht heißt, dass rein theoretisch können wir jetzt denken, ach, dann lassen wir die doch einfach, dann verlängern wir die doch irgendwie technisch. Dass das in der Zukunft möglich sein wird, das bezweifle ich nicht, aber so weit sind wir noch nicht. Und ebenso Umweltfaktoren wie der Lebensstil, Ernährung, Bewegung beeinflussen tatsächlich diese Schutzkappen, diese Enden der DNA, diese Telomere eben. Das ist ganz interessant. Ne? Und man weiß, dass ab einer gewissen Kürze, sage ich jetzt einfach mal, irgendwann mal Ende, Schicht im Schacht ist, kann man sagen. Also ab 1000, dann geht es in Richtung, ja, Tod, würde ich jetzt einfach mal sagen. Genau. Mhm. Und das kann man zum Beispiel auch messen. Das ist ganz interessant. Wie wir altern und wie alt wir werden, ist also nicht festgeschrieben von Anfang an. Das ist nicht rein genetisch, das ist viel epigenetisch, das ist viel auf zellulärer Ebene. Und wie du gerade gesagt hast, unser Lebensstil und Umwelteinflüsse, die ja beeinflussen, wie gut und wie lange wir leben. Aber inwiefern genau? Also welche Einflussfaktoren haben denn den größten Impact? Ganz klar ist unser Lebensstil hat zu 80% einen Impact. 20%, also man kann es ungefähr so sagen, 20% hat die Genetik. Ja, also einfach mal die Gene, wie wir programmiert sind. Wir haben genetische Variationen, weil wir sehr unterschiedlich sind. Wir haben unsere Gene immer schön gemischt in den letzten, sag ich mal, Tausenden, Zehntausenden, Hunderttausenden Jahre. Der Lebensstil ist praktisch ein Umweltfaktor. Das ist ein Faktor, der kommt von außen, den wir einerseits durch unsere Entscheidungen, wie wir leben, was wir machen und natürlich auch Umweltfaktoren. Also Umweltfaktoren im Sinne von Luftqualität, und so weiter und so fort. Ne? Also das sind alles Umweltfaktoren. Und der Lebensstil, wie gesagt, 80%, das ist immens. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, jeden Tag, wenn ich eine Entscheidung in Richtung meiner Gesundheit treffe, ist das zu 80%. Das ist immens. Das heißt, wir beeinflussen maßgeblich durch unsere Entscheidung, wie wir leben, was wir machen, wie wir gesund bleiben können. Und das ist schon massiv, muss man sagen. Also deshalb
gibt es ja auch so, sagen wir, Menschen wie dich mit Foodpunk und so weiter, die da nochmal dran ansetzen. Und dann ist ja, dann ergibt sich ja die Frage, ja, welche Komponente ist jetzt am wichtigsten? Und da kann man aus wissenschaftlicher Sicht sagen, das ist noch unscharf. Es gibt sehr viele Meinungen, aber wissenschaftlich gesehen ist das noch sehr unscharf. Und wir haben uns bei AVEA einfach gesagt, okay, es verteilt sich gleichmäßig, wobei man jetzt Tendenzen hat, dass zum Beispiel Sport, Bewegung ein absoluter Longevity-Booster ist. Ne? Also das heißt, die Art und Weise, wie ich mich bewege, auch der Mix der Bewegung und natürlich kommt dann noch mit die Ernährung dazu, weil wenn wir uns überlegen, wie wir uns ernähren, das ist halt, wir führen immer von außen uns was in den Körper ein, ist ja eigentlich auch ein Umweltfaktor. Ne? Und das ist schon massiv. Ich möchte nicht nochmal erwähnen, auch der Schlaf ist massiv wichtig, weil er hängt damit zusammen, wie unser Körper funktioniert und auch wie unsere Ernährung umgesetzt wird. Wird maßgeblich auch durch den Schlaf, Stress erleben, soziale Interaktionen haben allen Einfluss. Und man debattiert immer, was jetzt ist, ist jetzt wichtiger, gibt es da, also das, da ist, gibt's noch nicht eine Einheit. Vielleicht willst du dazu mehr sagen. Ich weiß nicht, was ist deine Meinung dazu? Ja, ich glaube, viele Menschen haben schon gehört, okay, ja, Bewegung, Ernährung, ja. Schlaf ist wichtig. Aber ich glaube, wir können uns mal eines nach dem anderen von diesen drei Themenbereichen vornehmen und mal kurz erklären, so, was im Bereich Ernährung fördert Alterung und was hemmt, reduziert Alterungserscheinungen, weil im Bewegungsbereich ist es ja auch ganz, ganz stark, dass es diesen Kontrast gibt. Also es gibt eben Bewegungsarten, die deine Langlebigkeit und dein Jungbleiben fördern, aber gleichzeitig auch Sportarten, die absolut pro Alterung sind. Sprechen wir mal über extrem Bodybuilding. Diese Menschen haben eine kürzere Lebenserwartung aufgrund der Art, wie sie dafür trainieren und wie sie sich ernähren und was sie vielleicht noch zuführen. Das finde ich spannend, dass nicht Sport per se immer der heilige Gral ist, sondern es geht darum, wie ich diese drei verschiedenen Punkte in mein Leben umsetze. Fangen wir gleich mal mit Sport an. Ja. Was ist aus deiner Erfahrung jetzt neben Extrembodybuilding noch eine Art von Sport, die eher pro Alterung ist? Wann kann Sport sogar die Alterung fördern? Natürlich gehen wir da in nicht nur Sportarten, lass uns auch mal über die Menge des Sportes sprechen. Ne? Das heißt, man weiß auch ich bin ja immer gern dafür, dass man so die Wissenschaft mit an Bord nimmt, aber man weiß, dass so zwischen, dass man sagt, mindestens 150 Minuten in der Woche hat gezeigt, dass das eben gesundheitsförderlich ist, aber alles, was über 2000 Minuten ist, ist wieder, sage ich jetzt mal, Pro-Aging. Also fördert dann wieder. Dann kommt natürlich noch dazu, dass Menschen, die sehr viel Sport tun, natürlich auch ihre Ernährung dementsprechend auswählen. Und da weiß man dann, dass zum Beispiel ein sehr, sehr hoher Anteil an Protein auch wieder, sage ich mal, eher Pro-Aging ist. Es gibt momentan auch eine aktuelle Diskussion, um was ist denn der richtige Protein, die richtige Proteinmenge, wenn man es zum Beispiel auf das Kilogramm Körpergewicht und so weiter. Da gibt es auch viele Ansätze. Also das sind zum Beispiel so zwei Komponenten. Ne? Also wirklich auch, wenn man seinen Körper in einer ständigen hohen Belastung, körperlichen Belastung eben aussetzt, wenn das dann ein Maß übersteigt, wenn es sehr einseitig ist, das muss ich auch nochmal sagen, also wenn die Belastung sehr einseitig ist, wenn man sich auf eine Sportart, das sehen wir ja auch an den Profisportlern. Ein 30-jähriger Profisportler altert immer, ne, der sieht immer viel älter aus, wenn man zum Beispiel jemand nimmt, der jetzt nicht in dem Maße Sport. Also man sieht das schon. Man muss sich nur, ich sage immer nur, man muss nur in die Gesichter gucken. Heutzutage auch ein bisschen schwierig, ne, weil man ja auch Maßnahmen hat, die das etwas kaschieren dürfen und können. Aber das ist schon, also das Maß und auch der Mix, das hat schon eine Auswirkung, definitiv, ja. Ja, absolut. Ich habe gerade mal gerechnet, was 2000 Minuten sind. Das wären 33 Stunden. Also ein Vollzeit-Leistungssportler kommt durchaus darauf. Also wenn ich für einen Ironman trainiere, für einen Triathlon, wenn ich professionell gerade diese langen Ausdauersportarten mache oder eben das Krafttraining. Kraftsportler werden nicht 33 Stunden Krafttraining die Woche machen, aber haben halt diese Intensität, die dann zu viel ist. Zum Beispiel ist es so, ich merke es bei mir, wenn ich mehrere Tage hintereinander Krafttraining und HIIT mache, gerade in den Abendstunden, leidet der Schlaf
Und ein Marker, den ich für meine Regeneration gerne heranziehe, ist die HRV, die Heart Rate Variability. Das heißt, der Abstand zwischen den Herzschlägen, wenn der eine höhere Variabilität hat, dann ist man weniger gestresst. Sobald also meine HRV runtergeht, weiß ich, oh, ich bin nicht richtig regeneriert und das zehrt dann an den Kräften. Also es ist auch dieses Interplay, dieses Zusammenspiel zwischen Sport, Anspannung und Regeneration. Und du sagtest ja vorhin auch der Mix, also vielleicht, dass man Krafttraining kombiniert mit HIIT, aber auch wieder mit einer ruhigeren Grundlagenausdauereinheit und einer Yoga-Einheit. Und wie viel Regeneration der Körper braucht, ist ganz individuell auch vom Trainingslevel abhängig und auch davon, wie gut man schon Erfahrung hat im Bereich Regeneration, weil auch die kann man fördern. Das heißt nicht nur, okay, ich liege jetzt auf der Couch, ist gleich Regeneration. Es gibt ja auch eine aktive Regeneration. Aber aus deiner Sicht, was wäre jetzt ein Sportmix für einen Menschen, der kein Leistungssportler ist, der vielleicht im Büro arbeitet, aber sagt, ich möchte gerne ein bisschen klug in meine Zukunft investieren? Gibt eine einfache Regel, BKA. Und zwar, also nochmal zurück, BKA heißt Beweglichkeit, Kraft und Ausdauer. Weil, na, und dann auch nochmal, ich hatte vorher gesagt 150 Minuten pro Woche. Das ist übrigens auch die Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation, der WHO. Hat aber was dahinter, weil man tatsächlich festgestellt hat, dass dann eben Gesundheitseffekte passieren, wenn man die 150 Minuten. Und dann sollte es wirklich, also ich sage jetzt einfach mal, dreimal in der Woche eben diese einzelnen Disziplinen. Einmal sich Beweglichkeit, das ist Yoga, Pilates, ne, und das Mobility. Muss auch nicht. Bitte? Mobility, genau. Ne? Genauso mit Faszienrollen und sowas, ja. Genau, man muss einfach auch, jetzt sage ich jetzt mal, nicht immer alles wissen, sondern man muss einfach mal seinen Körper angucken. Wir sind ein anatomisches Wunder. Wir sind auch so, wie wir sind, geschaffen, um uns zu bewegen. Das muss man einfach mal auch sagen. Die Evolution hat es so gemacht, dass wir gewisse Schwerpunkte irgendwo haben, dass wir, ne, wo wir die Gelenke haben, wo die ansetzen. Wir müssen uns bewegen, wir müssen das fit halten. Ich sage immer so, man muss immer wieder ölen, ne, nachölen. Das heißt, man muss das auch bewegen. Wer rastet, der rostet. Blöder Spruch, aber irgendwie stimmt der schon. Und weil wir nämlich durch die Bewegung immer wieder unseren Körper aktivieren, erneuern, aufzubauen. Ne? Thema Arthrose, Arthritis, ne? Also Gelenke müssen leider auch immer bewegt werden. Und dann, was wichtig ist, auch für die Knochendichte, ist, dass man unseren Körper auch gewissen, sage ich jetzt mal, Anstrengungen, auch was Gewicht angeht. Das muss keine Hantel sein, das kann einfach das eigene Körpergewicht sein. Das kann auch einfach mal, wenn man auf dem Stuhl sitzt und gerade am Computer sitzt, auch einfach mal nur so ein, sag ich mal, so ein Wadenheber oder einfach nur mal die Beine ausstrecken und mal halten. Also wenn man auf dem Stuhl sitzt, einfach mal die Beine ausstrecken, halten, wieder zurück. Beine ausstrecken, wieder halten. Also das sind so Sachen auch einfach. Und natürlich das Herz-Kreislauf-System in Schwung zu halten und was du gerade angesprochen hast, damit auch den Körper in die Lage zu versetzen, sich gut erholen zu können und auch richtig alles mal durchpumpen zu lassen, bis damit auch die Durchblutung zu fördern. Und das ist eben ganz wichtig, diesen Mix zu haben, weil dann bin ich rundum, das habe ich das Konzept Anatomie komplett durchgearbeitet und halte das auch frisch. Ich finde es immer ganz schade, wenn Menschen Sport als Kalorienverbrenner sehen. Ich kenne Freunde, ich habe Bekannte, die sagen, ja, ich gehe heute noch eine Stunde aufs Fahrrad, weil dann kann ich ein Stück Kuchen mehr essen. Oder ich muss jetzt noch einfach auf dem Cardio-Trainer, irgendwie auf dem Stepper im Fitnessstudio meine 500 Kalorien verbrennen. Das ist eigentlich so traurig fast schon, denn es geht nicht nur um Calories in, Calories out, sondern Sport hat ja hormonelle Effekte. Ja. Und Mobility verbraucht nicht viele Kalorien, ist aber trotzdem so wichtig im Mix, den ich jede Woche mache, damit ich eben diese Geschmeidigkeit eines Leoparden habe, wie man sagt, und lange auch altern kann, mich auch bücken kann bis ins hohe Alter und mich strecken kann, was aus dem Schrank holen kann und Krafttraining, dass ich auch meine Einkaufstaschen tragen kann und Sachen aus dem Auto heben kann, meine Enkelkinder hochheben kann. Ja. Das ist wahnsinnig wichtig. Das, wie sieht deine persönliche... Ja, da bin ich ganz dankbar, dass du das sagst. Ich bin Ernährungswissenschaftler und habe das mit der Energie gar nicht genannt, weil das für mich, ja, es ist auch wichtig. Es ist ein absoluter, sag ich mal, Energiebalance, ne, ein Energiebalance-Tool, der Sport definitiv, ne, also ganz starker Regulator. Aber danke, dass du das nochmal erwähnst.
Ja, aber es reguliert eben quasi nicht nur Kalorien. Klar, ich habe einen höheren Verbrauch. Meine Ernährungsthemen, man hat eine höhere Fehlertoleranz quasi für zu viel Kalorieninput, weil man ja einen höheren Grundverbrauch hat durch diese viele Bewegung. Durch Muskelaufbau ja auch nochmal einen höheren Grundumsatz. Aber es hat ja so viele hormonelle Effekte. Also Krafttraining zum Beispiel schüttet Wachstumshormon auf und Wachstumshormon wirkt dann auch wieder, hat eine Anti-Aging-Wirkung. Also es ist wahnsinnig faszinierend. Was ich dich gerade fragen wollte, ist, sieht deine private Sportroutine so aus, wie du es beschrieben hast gerade? Ja. Also was ich mache, ist, dass ich vorwiegend mein Herz-Kreislauf-System, weil das, also ich gehe da so ein bisschen strukturell dran. Ich gucke mir an, ich bin ja auch gelernter Krankenpfleger, woran sterben denn die Menschen? Ne? Wir haben die Krebserkrankungen, wir haben aber Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die ganz oben sind. Ne? Das heißt, Herzinfarkt, schwache Herzmuskulatur und so weiter und so fort. Das heißt, da versuche ich 2 bis 3 Mal die Woche, sag ich mal, einfach zu laufen. 5 bis 10 Kilometer und auch ganz unabhängig, ganz abhängig, wie ich mich fühle, mal etwas schneller, mal etwas langsamer. Und was ich täglich mache, ist Mobility. Und dann sind es auch nur 10 bis 15 Minuten. Und das ist für mich unverhandelbar. Diese Mobility, wie du gerade eben gesagt hast, ich bin jetzt 45, ich habe 2 Kinder. Ich möchte eben nicht, ich habe das gesehen, einmal wegen Übergewicht, aber auch wegen eben kardiovaskulärer Kapazität, also eben nicht den Atem zu haben, mich zu bücken zu können, die Schuhe zuzumachen. Das finde ich sehr, ich muss es vorsichtig ausdrücken, ich finde es befremdlich auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich weiß ich, was dahinter steckt, aber ich möchte auch hier so ein bisschen würdevoll bleiben. Und genau, das mache ich eben tägliche Mobility 2 bis 3 Mal. Und was ich manchmal vernachlässige tatsächlich, ist die Kraftübungen. Da mache ich Bodyweight-Übungen und habe meine Bänder. Und das versuche ich dann immer dann auch noch mit den Mobility-Übungen so ein bisschen zu kombinieren. Ne? Wir hatten bei Foodpunk mal eine Themenreihe über Wechseljahre und da ging es eben auch um die Frage, warum nehme ich plötzlich in Anführungszeichen in den Wechseljahren zu? Und die Antwort ist, es ist gar nicht plötzlich, sondern es kommt durch den schleichenden Muskelabbau, der, glaube ich, ab dem 30. Lebensjahr einsetzt, wo du über die Zeit hinweg einige Kilo Muskulatur verlierst, wenn du nicht aktiv dagegen ansteuerst. Und spätestens dann, wenn man mal als älterer Mensch einen Krankenhausaufenthalt hat, dann ist der Muskelverlust immens. Das kennst du sicher auch als Krankenpfleger. Genau. Wenn die Leute einmal bettlägerig sind, weil sie sich was gebrochen haben, danach die Menschen wieder fit zu kriegen, nach diesem 2 Wochen oder längerem Aufenthalt und diesem immensen Muskelaufbau, ist eine große Herausforderung. Man muss sich es einfach so vorstellen. Wenn der Körper was nicht braucht, baut er es ab, weil er ein ökonomisches System ist. Unser Körper ist ein biochemischer Reaktor und wenn er was nicht braucht, ist das, dann fährt er das runter. Und wenn die Muskeln nicht benutzt werden, dann werden die auch immer weniger. Und wenn wir uns nicht dementsprechend bewegen, wie wir essen, dann wird nämlich ein anderes Gewebe mehr, nämlich das Fettgewebe, und die Muskulatur wird weniger. Das heißt, unser Grundumsatz sinkt und bei den Wechseljahren kommt noch dazu, dass hormonell der Grundumsatz sinkt. Das kommt ja noch dazu, das ist ja noch ein bisschen erschwerend, würde ich jetzt einfach mal sagen. Wir können das durch Sport, auch Frauen, die gerade in Richtung Wechseljahre sind, können das durch Sport teilweise nivellieren, aufheben. Es gibt Erkenntnisse, dass eben Sport und Ernährung gerade in den Wechseljahren eben die Wechseljahre gut erlebbar machen. Jetzt lass uns mal über Ernährung sprechen. Viele Menschen sagen, ja, ich weiß, ich muss mich gesünder ernähren, aber es ist so schwierig und so. Vielleicht hast du so ein paar konkrete Tipps, Ernährungsmöglichkeiten, die nicht zu viel Aufwand bedeuten, aber einen großen Impact haben. Also gibt es da so eine Art Biohacking für die Ernährung, was man tun kann, dass man einfach einen großen Impact auf die Alterung hat? An dieser Stelle folgt unsere Werbeeinblendung. Der Podcast wird hier präsentiert von Foodpunk. Das Unternehmen, das ich 2015 gegründet habe, erstellt personalisierte Ernährungspläne. Das heißt, mit Foodpunk kannst du ganz leicht und effizient dein persönliches Ziel erreichen. Egal, ob du abnehmen möchtest, Muskeln aufbauen, dich definierter fühlen oder deine Gesundheit verbessern möchtest, Foodpunk ist dein Partner.
Auf unserer Website kannst du deinen persönlichen Ernährungsplan erstellen lassen. Dazu füllst du zuerst einen Fragebogen aus und gibst uns Infos darüber, wie du dich ernähren möchtest, zum Beispiel welche Ernährungsweise du wählen möchtest. Das kann vegan sein, vegetarisch, Paleo oder sogar das Autoimmunprotokoll. Natürlich fragen wir dich auch nach deinem Ziel und deiner Aktivität, deinem Sportpensum, aber es ist auch kein Problem, wenn du keinen Sport machst. Auch zahlreiche Unverträglichkeiten und Wünsche können wir mit beachten. So ist zum Beispiel ein histaminarmer Ernährungsplan möglich oder aber auch der Ausschluss von einzelnen Lebensmitteln, die du nicht essen möchtest. Unterstützt wirst du von tausenden Menschen in der Foodpunk-Community und unseren kompetenten ErnährungswissenschaftlerInnen bei Foodpunk. Klick dich jetzt rein auf foodpunk.com/podcast, füll den Fragebogen aus und starte mit deiner individuellen, gesunden Ernährung mit uns durch. Es gibt zwei Säulen, die wahnsinnig effektvoll sind, die man sich einfach bewusst werden muss. Es ist einmal das Timing. Wann esse ich was? Einfach auch das Thema wann. Und dann gibt es die zweite Säule, das ist Qualität. Ne? Die erste Säule ist wirklich, wir sollten uns wieder zurück besinnen, dass wir nicht die ganze Zeit essen, dass unser Körper gewisse Zeit braucht und auch was verdauen muss, Prozesse zu Ende führen muss. Und da müssen wir wieder zurückkommen und unserem Körper mal einfach auch eine Esspause gönnen. Und ich sage immer, dann nach dem Abendessen einfach mindestens 12 Stunden draufrechnen und dann erst frühstücken, setzt schon so viele positive Elemente in unserem Körper. Ne, das Thema Autophagie, das heißt, das, was wir vorher angesprochen, alles, was irgendwie nicht richtig funktioniert, wird von unseren Körperzellen dann abgebaut. Wenn wir das die ganze Zeit stören, durch äußere Einflüsse, zum Beispiel auch durch Ernährung, dann müssen wir einfach lernen, dem Körper die Prozesse zu Ende zu führen zu lassen. Thema Snacking. Also kurze Regel, wenn wir dezidiert einfach immer nur essen, wenn wir Hunger haben. Ich weiß, das ist ein bisschen überlagert durch das, was wir immer angeboten bekommen, ist auch antrainiert. Einfach ein Mealtiming. Ne? Einfach an Zeiten unserem Körper zwischen den Mahlzeiten 4 Stunden eben Zeit lassen, mindestens, das ist Grundlage der Wissenschaft, und eben dann zwischen Abendessen und Frühstück eine längere Zeit einfach, sage ich jetzt mal, nichts essen. Da haben wir noch gar nicht an der Qualität der Ernährung gearbeitet, sondern einfach nur an diesem Wie. Da kann man ganz viel machen. Ne? Also 4 Stunden zwischen den Mahlzeiten und eben dann diese längere Phase einfach nichts zu essen. Ne? Man kennt das, viele haben schon mal intermittierendes Fasten, das geht in die Richtung. Also man kann auch sagen, okay, also ich mache das so, dass ich ein Zeitfenster habe, in dem ich esse, das sind 10 Stunden. Man kann auch 8 Stunden machen, ist sogar wirkungsvoller. Ich kriege es einfach von meinem Time-Management besser hin, wenn ich 10 Stunden habe und ich esse 14 Stunden nichts. Also da kann man schon mal trainieren. Ja, diese Snackification ist tatsächlich auch was gefördert wird von der Industrie, weil sich Snackprodukte wahnsinnig gut verkaufen können. Also wir haben selber eine Zeit lang mit dem Lebensmitteleinzelhandel zusammengearbeitet, haben Produkte verkauft und natürlich so eine Snackportion, sei es jetzt ein Riegel oder ein Shake oder so, das kann man für 2-3 Euro verkaufen. Das ist für den Konsumenten noch erträglich. Wenn man das aber auf eine ganze Mahlzeit hochrechnen würde, wäre das wieder immens teuer. Ja. So ein Snackprodukt kauft sich leicht. Das heißt, es ist ein schönes Geschäftsgebiet. Und der zweite Punkt, der das fördert, ist, dass ich glaube, gerade bei Frauen viele versuchen, sich an kleineren Portionen zu orientieren. Und mir ging das früher auch so, als ich eine Teenagerin war. Da dachte ich, ein Smoothie ist eine Mahlzeit oder ein Hüttenkäse ist eine Mahlzeit und habe halt oder einen Salat von, keine Ahnung, von unserer Schulkantine genommen. Aber ich mir war gar nicht bewusst, dass dieser Salat von der Schulkantine vielleicht 400 Kalorien enthält. Und wenn ich nur so kleine Portionen und kleine Energiemengen esse, dann habe ich natürlich nach 2-3 Stunden schon wieder Hunger. Und dann denke ich, ich sterbe ohne Snacks. Oft kommen die Kunden zu uns und sagen, ja, ich halte es nicht aus ohne Snacks. Ja. Naja, woran liegt das? Du isst zu den Hauptmahlzeiten eigentlich zu wenig. Und wenn du immer so nur eine kleine Portion isst, eine kleine Riegel, irgendwie ein Smoothie, einen kleinen Salat oder so, oder eine kleine Portion Hauptspeise, dann hast du wirklich schnell wieder Hunger und brauchst wieder was. Und als ich mir zum ersten Mal antrainieren wollte, nur
3 Mahlzeiten zu haben, ich dachte, ich sterbe. Also ich habe mir einen Timer gesetzt auf 4 oder 5 Stunden. Und dann waren 2 Stunden vorbei, 3 Stunden. Ich dachte mir so, Gott. Ewig, ne? Gott, jetzt was mache ich noch? Auch noch eine Serie gucken, um noch eine Stunde rumzukriegen. Noch was lesen, um noch eine Stunde. Ja. Ewig war das. Ja. Aber was passiert, wenn du dich echt mal, wirklich mal dazu zwingst, diesen Timer zu stellen? Dann hast du bei der nächsten Mahlzeit plötzlich mal wieder richtig Hunger. Und du isst dich richtig satt. Und dann hast du so viel gegessen, dass es endlich mal reicht bis zur nächsten Mahlzeit. Genau. Das fand ich ganz spannend, sich einfach mal einen Wecker, einen Timer zu stellen. Ja. Und man kann das natürlich, man kann ein Glas Wasser trinken, weil man dann das Volumen im Magen hat, ne? Dann hat man wieder die Magendehnung, die auch Signale aussendet. Man kann mit einem grünen Tee arbeiten oder mit einem Mate-Tee, weil die nämlich den Hunger auch wieder durch die Komponenten im Tee. Also man hat dann schon eine Möglichkeit, noch ein bisschen, sag ich mal, zu tricksen und trainieren. Ganz wichtig, was ich immer sage, trainieren. Konsistenz und nicht Perfektionismus. Durchhalten. Trainieren. Ernährung, Sport ist ein Training und sollte, ne, also man muss einfach das Ziel vor den Augen haben und einfach das Beste draus machen und nicht Trail and Error, sage ich immer. Und ja, als Ausblick kann man, glaube ich, sagen, also wenn du das jetzt heute beschreiben würdest, wie ist es für dich, 5 Stunden Mahlzeitenpause zu machen? Hast du dazwischen jetzt noch Hunger? Ich habe tatsächlich nur 2 Mahlzeiten am Tag. Ah, okay. Aber gelingt dir das leicht oder musst du dich jeden einzelnen Tag anstrengen und Hunger aushalten? Ist ein Training. Ist ein Training. Ne? Also, nee, auch für mich als Experte ist das manchmal nicht leicht. Und ich, ne, wir waren jetzt auch mit unserem Team unterwegs und dann hat man plötzlich 3 Mahlzeiten oder sogar noch vielleicht noch einen Kaffee dazwischen. Ne? Da arbeiten wir bei Avea aber nochmal dann mal noch auf einer anderen Ebene, wo man dann sich ein bisschen helfen kann. Ne? Also das zu optimieren, den Körper nochmal zu unterstützen, dann nicht alles aufzunehmen. Und ja, also ich habe, das ist ein Training. Mhm. Ist aber auch, manchmal gibt Tage, wo man sagt, okay, ich bin nicht perfekt. Ja, ja, wollte ich nur sagen mit dem Snacken. Das hat auch eine andere Komponente des sich Belohnens. Das darf man nicht vergessen. Es ist wie beim Rauchen, hat auch so eine manuelle Geschichte. Ne? Das heißt, ich führe mir was irgendwie in den Mund. Das hat auch damit zu tun, ich mache was für mich. Ernährung hat immer eine psychologische Komponente. Das darf man nicht vergessen. Und die ist teilweise durch die ganzen Themen, die wir heute haben im Ernährungsbereich, ist teilweise auch psychologisch begründet. Darf man nicht vergessen. Ich bin immer gar kein Freund dazu, wenn man zu lange so gegen seinen Körper arbeitet, wenn man sagt, ich muss jetzt hungern. So am Anfang ist es gut. Mhm. Wir arbeiten bei Foodpunk zum Beispiel intensiv damit, dass wir den Fettstoffwechsel trainieren, damit der Körper wieder besser auf die Fettreserven zugreifen kann. Und da habe ich die Erfahrung bei mir und bei unseren tausenden Kunden gemacht, dass irgendwann so der Punkt kommt, hey, ich habe vergessen zu essen. Ich hatte gar keinen Hunger. Und diese 5-6 Stunden, die vergehen wie im Flug, weil der Körper hat ja immer einen Snack dabei. Das Fettgewebe ist ja genau dafür gemacht, dass es der Snack zwischendurch ist. Und du hast gerade kurz schon angesprochen, ihr macht bei Avea Life dann noch was anderes quasi. Ihr macht ja Supplementprodukte, die auch sich um das Thema Anti-Aging, Longevity drehen. Was gibt's denn da noch in der Trickkiste? Ich weiß, dass die ein oder andere gerne noch irgendwelche Ergänzungsmittel nimmt. Also ich habe in der Anti-Aging-Szene was von NMN, NAD+, aber auch sogar von Menschen gehört, die Metformin nehmen. Was sind Stoffe, die aus deiner Sicht Sinn machen? Genau. Gehen wir nochmal ganz zurück zum Anfang des Podcasts. Ne? Es geht ja um das Thema Alterung und wie wir diese Alterungsprozesse eben, was die für eine Auswirkung haben. Wir bei Avea haben uns zum Ziel, also unsere Mission bei Avea ist, für jede Frau, für jeden Mann eine Möglichkeit, also Nährstoffe zu liefern oder Strukturen, molekulare Strukturen zu liefern, die eben gerade diese Alterungsprozesse auf diese Alterungsprozesse abzielen, sie verlangsamen. Und da hast du schon was angesprochen. Es gibt eben zum Beispiel, man weiß, dass NAD+, das ist, sag ich mal, so ein Schlüssel, eine Schlüsselstruktur in unserem Körper. Die macht ist für ganz viele Sachen zuständig. Energiebereich, Kollagenbildung, DNA-Schutz, man hat schon mal gehört, ist dafür zuständig, dass die Sirtuine, man hat das schon mal gehört, ne, unsere Gefäße, richtig flexibel halten und so weiter und so fort. Und das NAD+ sinkt mit steigendem Alter.
ist eigentlich ein Prädiktor fürs Altern, kann man sagen. Das heißt, je mehr der Spiegel sinkt, es wird nicht mehr richtig aufgebaut. Was wir jetzt bei AVEA machen, ist, dass wir mit dem NMN, das ist eine Vorstufe von dem NAD+, eben so ein Auffüllungs-, wir füllen das auf. Und genau, und auf der anderen Seite haben wir dann noch den Booster, das ist die NAD-Plus-Strategie, sagen wir immer, wo wir dann den Abbau hemmen, also auf der einen Seite, wir haben so die eine Flanke mit dem Auffüllen, auf der anderen Seite den Abbau hemmen, weil der wird auch im Alter verstärkt und eben noch zellschützende und antientzündliche Komponenten wie Resveratrol, Apigenin und so weiter haben. Und die Strategie ist eine synergistische, weil wir wollen einerseits einen Zellschutz, andererseits das NAD+, praktisch den Abbau verhindern und somit natürlich dann auch Alterungsprozesse hinauszögern. Das ist natürlich ein hohes Versprechen, aber dazu gibt es natürlich gibt es Wissenschaft. Das ist auch das, was wir bei AVEA machen. Das heißt, es ist wissenschaftlich fundiert, auch in puncto Sicherheit, in puncto Dosierung. Und das ist eben, ich finde das total interessant, dass man durch ein eigenes Wirken eine Ergänzungsstrategie zu den Lifestyle-Faktoren, die wir eben gerade besprochen haben, ne? Das, mit dem sind wir gestartet, mit der Mission, dass es auch für jedermann einerseits auch verständlich ist. Wir haben auch einen, sag ich mal, also so einen Aufklärungsauftrag in dem Bereich, weil das eben so neu ist. Da kann man ganz viel machen, genau. Ich finde das super spannend und ich habe von David Sinclair gehört, das ist so einer der führenden Anti-Aging-Wissenschaftler, Longevity-Wissenschaftler, genau. Dass er seinem Vater irgendwann NMN verabreicht hat und dann auch selber begonnen hat, das zu nehmen. Von ihm hatte ich das zum ersten Mal gehört und finde das sehr spannend. Und mittlerweile gibt es ja auf dem Markt sogar NAD-Plus-Infusionen. Die sind aber wahnsinnig kostenintensiv und deswegen greifen, glaube ich, viele dazu, eben die Vorstufe NMN als Supplement zu nehmen, wenn ich das richtig verstehe. Genau, also NMN kann man immer lustig einbauen, ist auch ein Zungenbrecher, ne? Es ist Nicotinamid Mononukleotid. Also das Wort und auch das Buchstabieren ist, wird dann schwierig, genau. Und dann, das ist die direkte Vorstufe zu diesem NAD+. Und was wir halt machen, ist, wir brauchen eine gewisse, es gibt noch einen Bruder davon, das ist das NADH+, ne? Und das ist wie so ein Ping-Pong in der Zelle. Und wir brauchen beide Strukturen, um Prozesse zu regenerieren, aber auch Prozesse überhaupt zum Laufen. Also zum Beispiel die Kollagenproduktion ist NAD+ abhängig. Die DNA-Reparatur, ja, ist zum Beispiel NAD-abhängig. Und da kann man sich vorstellen, wenn das immer weniger wird, dass dann plötzlich der Kollagenaufbau immer weniger wird, was der Fall ist, 1% pro Lebensalter, oder dann auch plötzlich eben diese DNA-Reparatur nicht mal so richtig funktioniert. Und eine nicht reparierte DNA kann fehlfunktionieren, fehlprogrammieren. Genau. Ich habe neulich den Begriff Inflammaging gehört. Ja. Also nicht Inflammation für Entzündung, sondern ein Zusammenspiel der Worte Inflammation und Aging. Inflammaging, Entzündungsalterung. Genau. Hat aus deiner Sicht das Älterwerden was mit Entzündungsreaktionen zu tun? Ja, definitiv. Also das steuern wir ja auch mit der Ernährung und so weiter. Die entzündlichen Prozesse, erstmal muss man vielleicht den Menschen da draußen auch erklären, dass Entzündungen an sich nichts Schlechtes sind. Es ist auch ein Alarmzeichen. Hallo, da ist was, mach mal was, bring da mal Immunzellen, bring da mal Zellen hin, die das reparieren, die da irgendwie was wieder herstellen. Das ist mal grundsätzlich nichts Falsches. Was wir aber durch unseren Lebensstil teilweise machen, dass wir diese Akzente der Alarmisierung unseres von Immunkomponenten so weit und auch von, sag ich mal, von Stoffen, die das provozieren, so weit nach oben treiben, dass die ganze Zeit Alarm in unserem Körper ist. Und eben auch, wenn Entzündungsreaktionen, die sind teilweise dann auch entkoppelt vom normalen Zellzyklus. Die ganze Zeit ist so ein Alarm im Körper, das stresst den Körper wahnsinnig. Es kommt keine Regeneration und dann eben fördert das nämlich auch nochmal die Alterungsprozesse. Ein Beispiel ist, dass wenn wir die ganze Zeit durch unsere Ernährung Komponenten zu uns einnehmen, die praktisch diese Entzündung immer wieder fördern, ne? Fettqualität zum Beispiel, ne? Ein richtiges Maß der verschiedenen Fette,
die wir zu uns nehmen können. Zucker, großes Thema. Wir fördern mit zugesetztem Zucker. Ihr habt das auch bei Foodpunks ein bisschen, ne? Also eher da, wenn wir immer wieder uns Zucker zuführen, fördern wir eben auch diese proentzündlichen Effekte, weil wir einfach das Maß nicht mehr gefunden haben. Der Zucker an sich ist ein Maßproblem einfach, ne? Also ein Massenproblem. Wir nehmen einfach viel zu viel in isolierter Form zu uns auf, ne? Und da kann man im Alltag schon ganz trainieren, den einfach mal wegzulassen, weniger zu machen. Bei einem Rezept, wo Zucker drin ist, einfach mal mindestens ein Drittel weglassen, hat überhaupt keine Auswirkung auf irgendeinen. Ne, schauen, dass zum Beispiel Kohlenhydrate so komplex wie möglich sind. Ne, Vollkorn statt normal. Ne, das wisst ihr bei Foodporn auch ganz, Foodpunk auch ganz gut. Das habe ich mich versprochen. Aber es ist auch quasi, ja, du hast schon ein bisschen recht. Also die Gerichte, die man so sieht, die passen auch zu Foodporn. Genau. Aber genau, Foodpunk heißen wir. Und Zucker versuchen wir zu reduzieren, zu vermeiden. Im Durchschnitt ist jede deutsche Person 95 Gramm am Tag. Das ist eine irrsinnig große Menge. Und Zucker hat, das kennt ja jeder Diabetiker auch, wenn er sich den HbA1c-Wert anschaut, hat noch einen Effekt auf den Körper, dass er sich an Moleküle anheftet. Und HbA1c-Wert ist zum Beispiel das Hämoglobin in den roten Blutkörperchen, das mit Zucker sozusagen verklebt wurde. Und das passiert nicht nur mit Zucker, sondern auch zum Beispiel mit Zellen in der Haut. Und so entstehen auch Alterungsflecken. Genau. Oder die Kollagen- und Elastinfasern werden beschädigt. Genau. Und man kann sich das vorstellen, wenn sich der Zucker an so ein Molekül dran klebt, ist das wie wenn ein Steak in der Pfanne brutzelt und krossbraun wird. Und das bedeutet am Ende Alterung. Und Zucker ist einfach ein krasser Alterungsfaktor. Genau. Das ist schön, dass du das ansprichst, weil das sind die sogenannten AGEs oder AGEs, ne? Also die Advanced Glycation End Products. Und das bedeutet, wie du gesagt hast, wenn ein gewisses Maß an, der Zucker ist grundsätzlich ein sehr reaktiv freundliches Molekül, würde ich jetzt mal sagen. Wenn wir davon einfach zu viel haben, dann verkumpelt der sich sofort zum Beispiel mit Molekülen. Wir kennen das, diesen Effekt, wenn wir Karamell machen. Und ne, diese Karamellisierung, die passiert in unserem Körper nämlich auch. Die hat aber einfach negative Effekte. Und dann haben wir diese sogenannte Glykation oder Glycation. Und welche Effekte sind das? Die wird eben, wie provozieren wir das? Indem wir einfach eben so viel Zucker zu uns nehmen, unsere Blutzuckerwerte sehr hoch oder ganz hohe Peaks haben und eben dann plötzlich diese Reaktion immer mehr werden. Und dann kennen wir das alle. Es werden dann die Gefäße werden versteift dadurch, weil eben Entzündung passiert. Eine Entzündung bedeutet Alarm. Da wird dann ein Reparaturmechanismus. Da werden dann plötzlich Fettzellen mit oder Fette mit eingebaut. Und dann entstehen dann praktisch diese, was man kennt, dass dann die Gefäße zusetzen sind. Ne? Also, dass die enger werden. Und eben unsere Augen werden schlechter und so weiter und so fort. Das, was man von Diabetes-Symptomen kennt auch. Ne? Das ist nämlich ganz spannend, weil gerade wenn die Gefäße ein Problem haben und verschließen, du hast gerade gesagt, zuerst hat die Gefäßmembran ein Problem durch zu viel Zuckerkonsum, durch Entzündungen und dann lagern sich Fette wie Cholesterin an. Genau. Oft denkt man ja, Cholesterin ist schuld, dass meine Arterien verkleben. Die brauchen erstmal ein Problem und das wird meistens ausgelöst durch Zucker oder Entzündungen im Körper. Genau. Das ist eben das. Die Voraussetzung ist, dass es braucht einen Trigger. Ne? Und der Trigger ist dann halt eben, kann der Zucker sein. Ich will jetzt nicht ins Zuckerbashing geben, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Reduktion eben des Zuckers, das kann schon so viel gut machen. Und dann helfen ihr bei Evea dann nochmal mit Stabilizer, dass man eben das nochmal, sag mal, dass man da nochmal so einen Facilitator, also einen Vereinfacher hat. Ne? Grundsätzlich sind wir immer für Lifestyle first. Zuerst den Lifestyle ändern. Und dann gibt es eben Ergänzungen, und zwar intelligente, innovative Ergänzungen, die man nehmen kann, weil wir sind einfach eine Gesellschaft, wir modernisieren uns ja auch. Es gibt immer neue Erkenntnisse und wir dürfen einfach die Augen nicht verschließen vor diesen neuen Erkenntnissen. Genau. Oft wird, finde ich, unterschätzt, Stress hat ähnliche Auswirkungen wie eine Packung Gummibärchen. Denn Stress löst in der Leber die Neuproduktion von Zucker aus, körpereigenen Zucker. Ich habe mal für 2 Wochen so einen Glukosemonitor getragen, den kann sich auch jeder organisieren. Da gibt es auch Firmen, die das anbieten und das ist so spannend, weil
mein Zuckerspiegel ist nicht nur hochgegangen, weil ich was gegessen habe. Weil ich ja weiß, wie ich meine Ernährung zusammensetze, war das da relativ konstant. Aber beim Kaffee oder wenn ich wusste, ich muss jetzt rennen, um die S-Bahn zu erreichen, oder, dann ist der hochgegangen. Es ist so faszinierend, wie sehr Stresshormone die Leber dazu triggern, neuen Zucker zu produzieren. Und wenn ich jetzt komplett auf Süßigkeiten verzichte, etc., aber mein Partner streitet die ganze Zeit mit mir, mein Chef schreit mich an, das ist wie eben ein paar Handvoll Gummibärchen jedes Mal richtig reinzuziehen. Ja, ich finde es schön, dass du dieses Beispiel nennst, weil nämlich auch ganz wichtig ist zu, auch nochmal den Hintergrund, Stress kappt eigentlich der Kohlenhydrat- und Feststoffwechsel sind miteinander verbunden, weil wir können das eine ins andere überführen und andersrum. Ne, deshalb kann man auch Fette verbrennen, weil im Endeffekt kann man dann abbauen. Und dieser Stress, der kappt plötzlich dann diese Effizienz des Kohlenhydrat- und Stoffwechsels. Und wie du gesagt hast, triggert dann plötzlich, weil der Körper muss ja, der braucht ja dann praktisch diesen Zucker, um eben wieder, weil dieser Zucker gebraucht wird, um teilweise dann auch wieder Komponenten daraus zu bilden, die vorher nämlich gebraucht wurden in diesem Stressstoffwechsel. Darum macht er das. Das heißt, wir provozieren Systeme, die einfach im Maß nicht gut genug sind. Und eben die dann praktisch andere Systeme kappen und beeinflussen, negativ. Genau. Die wichtigste Regeneration und der absolut kostengünstigste Biohack überhaupt ist aus meiner Sicht der Schlaf. Und die Schlafdauer hat noch gar nicht so viel Aussagekraft. Also wenn ich jetzt einfach nur 8 Stunden im Bett liege, heißt das noch nicht, dass ich einen guten Schlaf habe. Was macht für dich guten Schlaf aus? Schlafhygiene. Das heißt, sich vergewissern, wie gehe ich zu Bett? Wie sieht mein Schlafzimmer aus? Also der Ort, in dem ich schlafe, welche Temperatur? Für mich kommt kein elektronisches Gerät ins Schlafzimmer. Da habe ich auch mal Ausnahmen, auch nur ich bin ein Mensch manchmal. Ne, es gibt ja diese Plattform, die dann auch einem dazu verführt, dann auch das Tablet dann noch mit ins Bett zu nehmen. Also das ist wirklich so, was ich, Schlafhygiene ganz wichtig. Tatsächlich auch meine Ernährung und Bewegung beeinflusst auch meinen Schlaf. Das heißt, ich versuche natürlich dann auch 3 Stunden vorm Schlaf nichts mehr. Da gibt es eine einfache Regel, 3-2-1, 3 Stunden vorm Schlaf nichts zum Essen, 2 Stunden davor nichts mehr trinken, 1 Stunde vorher keine Bildschirmtätigkeit mehr. Weil da muss ich nochmal sagen, Bildschirmtätigkeit, die Aktivierung des Blaufilters auf unseren Schlaf, Melatoninbildung, ist massiv, massiver als wir alle denken. Deshalb versuche ich eben da so eine Struktur reinzubringen. Schlafhygiene finde ich einen schöneren Begriff dafür. Ne? Und das ist natürlich jetzt im Sommer ein bisschen schwierig mit der Kühle, ne? Aber das versuche ich eben einzubauen und das funktioniert sehr gut. Und dann tracke ich natürlich auch. Ich bin auch Biohacky. Ich tracke meinen Schlaf und da gibt es Tiefschlafphasen, REM-Schlafphasen, die sollten zusammen 40% des Schlafes, und das kann ich beeinflussen eben mit dem, was ich vorher gesagt habe, ne? Kaffeesensitivität, das kann man auch alles testen. Man kann sie, ab wann man dann keinen Kaffee mehr trinken sollte, weil Koffein da eben auch nochmal einen Einfluss hat, aber auch natürlich, was esse ich zum Beispiel abends? Ne? Da kann man auch nochmal ein bisschen testen. Ich habe gehört, es gibt Menschen, die Kohlenhydrate abends essen, dann können die besser schlafen. Es gibt sogar Erkenntnisse darüber, dass es gibt individuelle. Ich versuche das nicht. Ich versuche mehr Proteine und Fette, gesunde Proteine und Fette eben abends zu nehmen, weil mir das hilft. Ich bin aber auch so jemand, der ab und zu mal dann die Kohlenhydrate braucht, in einem gesunden Maß natürlich dann. Genau. Welchen Einfluss hat Schlaf auf die Alterung? Einen sehr großen, weil zum Beispiel die Melatoninbildung, ne, eben diese Zellrhythmen, diesen zirkadianen Rhythmus eben setzt und damit auch die Regenerationsprozesse eben unterstützt, auch die Prozesse der Autophagie unterstützt zum Beispiel. Und hier eben, sage ich mal, auch Schutzprozesse, sage ich mal, auslösen kann. Und das ist sehr, sehr interessant. Es geht hier wie ich schon gesagt habe, um regenerative Prozesse in der Zelle und den Wiederaufbau von Schutzkomponenten. Zum Beispiel auch, wir haben
wir haben ein eigenes antioxidatives System, das auch mit der Schlafqualität zusammenhängt und so weiter. Aus meiner Sicht sind drei Sachen beim Schlaf, also mir besonders wichtig. Das eine ist das Melatonin, das ist ja mit das stärkste Antioxidant, was wir haben, was halt wahnsinnig wichtig ist, auch für die Regeneration. Und dann so, das Recording geht weiter, habe ich gerade gesehen, aber mein Internet ist gerade abgestürzt. Jetzt bin ich wieder da. Ja. Yeah. Ich wollte gerade sagen, für mich gibt es drei verschiedene Punkte, die ich beim Schlaf so wertvoll finde. Das eine ist das Melatonin, das so ein starkes Antioxidant ist. Ja. Das zweite ist, dass das glymphatische System aktiviert wird. Das heißt, viele kennen das Lymphsystem, aber es gibt das glymphatische System. Es ist ein System von Flüssigkeitskanälen im Gehirn, die Stoff hin- und abtransport steuern. Das heißt, Nährstoffe zu den Gehirnzellen und Giftstoffe wegtransportieren. Und das ist die Entgiftung des Gehirns. Genau. Nachts schwillt das Gehirn quasi ab. Es ist mehr Platz und die Giftstoffe können durch. Und das dritte ist das Wachstumshormon, das im Schlaf seine sogenannte Anti-Aging-Wirkung, gerade im Tiefschlaf eben, vermitteln kann. Und mich würde interessieren, was treibt dich denn an, dass du für eine Firma wie Avea Life arbeitest, wo ihr das Thema Longevity in die breite Masse bringen möchtet, Menschen helfen möchtet? Und was treibt dich persönlich an auf deiner Reise zu einer langen, gesunden Lebensspanne? Das ist eine sehr gute Frage, oder das sind zwei sehr gute Fragen. Für mich war Avea eine Möglichkeit, eben, sag mal, noch mal beyond von dem zu gehen, was wir jetzt schon kennen, und eine magische Kombination zu entwickeln. Das heißt, ich habe einmal den Lebensstil, das heißt, ich habe Ernährung, Schlaf, was wir eben gerade besprochen haben. Da bin ich schon seit, ich würde sagen, Jahrzehnten sehr gut unterwegs. Da fühle ich mich auch sehr wohl damit. Und jetzt habe ich aber die Möglichkeit, eben auch nochmal an den wichtigen, nochmal an gezielten Punkten nochmal zu drehen, das heißt zu kombinieren. Und das ist für mich, es hat so ein bisschen was Magisches, aber es hat natürlich auch den wissenschaftlichen Hintergrund, und deshalb bin ich bei Avea, weil das geht ein bisschen weiter. Das, was jetzt die Wissenschaft im Longevity-Bereich ist, das ist noch ganz, ganz vielen Menschen nicht bekannt. Und eben das auch nochmal, sage ich mal, so ein bisschen zu erzählen, den Menschen näher zu bringen, es für jeden verfügbar zu machen. Es ist kein Thema mehr für die Superreichen. Es ist kein Thema mehr für die Superreichen. Es ist für jeden machbar. Und wir wollen da jeden mit an die Hand nehmen. Und deine zweite Frage, was mich antreibt, ist eben, ich finde Lebensqualität so wichtig, und sie hängt mit der Gesundheit zusammen. Und ich finde es auch einfach schön und angenehm, gesund zu sein. Ich kenne die andere Seite. Ich bin für Menschen da gewesen, die eben nicht gesund waren. Und dieses Leid und auch, man muss mal ganz ehrlich sagen, die damit verbundenen Kosten, auch psychologisch, gesellschaftlich, das ist wirklich sowas, wo ich sagen könnte, das ist eine Mission, bei der ich gern unterwegs bin. Für mich geht es um Lebensqualität. Das ist so schön. Und ich habe auf eurem Blog mal gestöbert und auf eurer Website und habe noch gesehen, es gibt so viele Blogartikel und Ressourcen zum Thema Longevity. Das heißt, wenn jemand noch weiter reinstöbern möchte, dann findet ihr da wahnsinnig viel Wissen. Und ich habe zum Beispiel hier einen Artikel entdeckt über diese 12 Hallmarks of Aging, über die du gesprochen hast, wo eben genau in verschiedenen Kapiteln das erklärt wird. Also zum Beispiel die genomische Instabilität, das Thema Telomere, die zelluläre Alterung, chronische Inflammation, aber auch Dysbiose, also Probleme im Darmtrakt, sind hier mit aufgeführt. Wahnsinnig viel, die ganzen 12 Hallmarks of Aging. Also wenn jemand sich tiefer reinlesen möchte, wo findet er mehr von euch? Tatsächlich unser Blog. Ne? Wir haben das jetzt auch wir haben jetzt auch ein bisschen was verändert. Das heißt, wir werden jetzt mehr Content liefern. Es gibt einen wöchentlichen Newsletter,
den man sich abonnieren kann. Das kann ich nur jeden und jede Frau da draußen, sage ich mal, das ist Simran, das ist unsere Scientific Writer, unser Scientific Writer, die macht wieder immer wieder jede Woche, versucht die aktuelle Wissenschaft mit gesellschaftlichen, also mit alltäglichen Themen zu vernetzen. Das macht sie super. Und du hast es den Blog angesprochen. Und natürlich gibt es zu unseren Produkten immer wieder dann auch noch so eine Vernetzung. Es gibt produktspezifische Wissenschaftszeiten, wo man dann auch mehr nochmal zu den Komponenten, zu den Strukturen, zu den Nährstoffen, die wir eben haben. Und da gibt es dann eben immer wieder. Ich packe LinkedIn, auf jeden Fall. Instagram natürlich auch, ne? Immer wieder viel Content. Genau. Perfekt. Ich packe auf jeden Fall alle Links für euch nochmal in die Shownotes. Dann müsst ihr euch nichts merken, könnt einfach draufklicken und euch einlesen. Und jetzt habe ich eine kurze letzte Frage an dich, nämlich: Was sind deine drei Lieblingslebensmittel, auf die du niemals verzichten möchtest? Oh, das ist eine gute Frage. Was, Lieblingslebensmittel, auf die ich nicht verzichten möchte? Definitiv grünes Blattgemüse in Form von irgendwie so Mangold. Ja, ich weiß, das ist ja super geeky, aber so Mangold, Spinat. Ich mache mir das immer so ein bisschen auf italienische Art mit eben dann Zitrone und ein bisschen Knoblauch und Olivenöl. Olivenöl, Nummer zwei. Absoluter für mich, ja, unbestreitbar. Auch in einer sehr, sehr guten Qualität. Und dann ist es tatsächlich sowas in Richtung Kartoffel schon. Ist jetzt gar kein Eiweiß dabei gewesen, merke ich gerade. Aber ich habe ja auch nur Platz für drei Lebensmittel gegeben. Ja, genau. Und wir wissen ja, die Ernährung sollte noch aus viel, viel mehr bestehen. Aber wenn ich so eine Strichliste machen müsste von all meinen Podcast-Gästen, habe ich das Gefühl, Olivenöl ist auf Platz 1 aktuell. Es wird wirklich oft genannt. Ja, schmeckt super gut, ne, muss man sagen, und ist auch wirklich gesundheitsfördernd, muss man sagen. Ne? Genau. Vielen, vielen lieben Dank für das ganze Wissen, das du mitgebracht hast, für die Arbeit, die du tust. Und ich habe mich sehr gefreut, mit dir jetzt gut eine Stunde in unserem Podcast zu sprechen. Vielen Dank, Nicolas. Vielen Dank für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und an euch alle da draußen, wenn euch die Folge auch gefallen hat, dann tut mir bitte den ganz, ganz, ganz großen Gefallen und kommentiert das in eurem jeweiligen Podcast-Anbieter, bei eurer Podcast-App und bewertet den Podcast. Denn das ist das, was uns weiterhilft. Der Podcast ist ganz frisch und damit ich spannende Themen für euch aufgreifen kann und tolle neue Gäste einladen kann, brauchen wir euer Feedback, eure Reichweite. Und mein Ziel ist es, euch ganz viel Wissen zu vermitteln und tolle Leute einzuladen. Und wenn ihr einen Themenwunsch habt für die Zukunft oder einen Gastwunsch, schreibt mir das auch ganz gerne in die Kommentare in eurer Podcast-App oder eben auf YouTube, dort wird der Podcast auch veröffentlicht sein. Falls ihr gerade nicht auf YouTube seid, dort findet ihr alle Folgen mit unseren Gesichtern dazu. Und auf Social Media, auf Foodpunk, gibt es auch immer wieder Ausschnitte. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.